Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Projekt von Assassin's Creed. Ja, und zwar Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1 haben wir ja jetzt schon durch und Assassin's Creed Brotherhood. Und jetzt geht's los mit Assassin's Creed 2. Und ich würde sagen, wir legen mal gleich los mit dem Story-Modus natürlich und erstellen eine neue Sitzung. So, Desmond nicht, wir nennen uns Zero Zack. Genau. Und los geht's. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich's auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Jo, genau das Bild hatten wir zuletzt vor den Augen, wo wir Assassin's Creed 1 beendet haben. Und jo, Assassin's Creed 2 knüpft genau an Assassin's Creed 1 an, wo wir noch den guten alten Altair gespielt haben. Und wir drücken mal jetzt eine beliebige Taste. Obwohl, warte mal kurz. Können wir. Ja, danke. Ich möchte nämlich was ändern, genau, alles auf 10, 10. Nee, ist nicht, denn ich möchte hier was ändern. Also, SFX kommt mal hier schön auf 5 oder 4, 5 oder 4. 5 oder 4, ich würde es gerne auf 4 stellen. Das hatte ich auch bei Assassin's Creed Brotherhood. Oh, na. Ich stelle es mal auf 5 und ich hoffe, dann kann man mich noch gut verstehen. Auch die Sprache stelle ich auf 6, genau. Und die Musik stellen wir mal auf 2, hatte ich vorher bei Assassin's Creed Brotherhood. Komm, die stellen wir mal auf 3. Wollen wir mal nicht so sein. So, dann hätten wir das schon mal eingestellt. Wegen das konnte man hier nicht alles beim Hauptmenü einstellen. Da konnte man nur die Grafik irgendwie einstellen. Warum auch immer. Naja, was soll's. Es geht jetzt hier mal weiter hier. Fortsetzen. So. Was ist nun? Hallo? Also nochmal beliebige Taste drücken. Hier. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die? Los. Ja, Lucy? Du hast ein bisschen Blut so an. Ne, okay. Ich sag schon nichts. Ich komme einfach mal mit. Also, hallo? Desmond? Ja, was ist los? Rein Wo da. kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor Sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann. Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay, wenn du das sagst, Lucilla. Beeilung, Desmond, uns geht die Zeit aus. Ja, ich mach ja schon. Mann. Bin doch schon alt. Mann, 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 Mann. So, ab in die Matrix, gleich schon am Anfang. Subjekt 17, Desmond Miles. Ja, komm, Subjekt Session, ich weiß, vertraulich, bla bla bla. Ja, dann such mal, komm, mach hin. Ja, Erinnerungszuordnung gefunden, das freut mich jetzt sehr. Ach Mensch, wo sind wir denn hier gelandet? Mensch, ich glaube, das ist die falsche Matrix. Springe. Was ist? Nochmal.
Komm, gib alles. Hau das raus. Komm. Jawohl. Es ist ein Junge. Ja, da guckst du. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Was soll ich machen? Drücken, um die Beine zu bewegen. Aha. Okay, so ein Symbol hat leider nicht meine Tastatur. Drücken wir mal einfach die Leertaste so. Ach, hier. Bewege ich meine Beinchen. Und dann hier, zack. Komm ran hier. Und was ist das? Ich glaube, das war die E-Taste, oder? Genau. Nö, das war nicht. Drücken, um die Waffen anzubewegen. Ich glaube, das war die linke Maustaste. Genau, direkt in die Fresse. So, und das war E dann, glaube ich. Genau. So. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Ich werde Sänger. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Justin Bieber. Nein, Spaß. Sicher nicht. So, zurück von der Matrix in die Realität. Hallo. Komm, ja, wird langsam Zeit hier. Ab in die Karibik, ja, Schatz. Was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Ja, ab in die Karibik. Pack die Koffer. Ich hab Urlaub. So, weißt du was? Wir gucken uns... Hey, der Raum ist ja noch auf. Weißt du was? Oder weißt du nix? Ja, mein Schatzi, wir gehen jetzt zur Karibik. Moment, vielleicht gibt's hier nochmal was. Vielleicht kann ich da nochmal ran, vielleicht. Hey, was mit deinem Kittel? Genau, was mit deinem Kittel? Wo ist denn der Kittel eigentlich? Ach, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall hier nicht drin. Beeilung! Ja, ich bin ja schon da. Was los hier? Warte! Und wir kommen hier wirklich raus? Natur. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Jo, kannst du mal sehen. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Bla bla bla, mach doch Meldung. Ja, ja. Nachwende. Schick. Hier müssen... Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Aua. Aua. Lucy? Heilige Scheiße. Das kannst du so laut sagen. Das ist mein... What the fuck? Lucy hat's drauf. Sieh dir das an. Warten. Ja, Fahrstuhl. Kannst du mal sehen, Desmond. So ein vierten... Was mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Oh la la. Ist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Ja. Denn mach hin. Ich kann nicht rennen. Vorsicht. Was denn? Was? Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Okay. Ich folge dir einfach mal. Ist das ein Animus? Wo? Ach, da! Das ist ein Animus. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Tausende. Warte. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Animusse, glaube Lucy. Ich. Oder? Wir sind doch bei kein Anime. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. So, guck mal, was ich kann hier, Schätzchen. Hier. Pass mal auf hier, was der Meister jetzt gleich macht hier. Zack. Zack, zack und... Scheiße. Ja. Zack, zack. Und, also, pass auf hier, Lucy. Ich kann das hier. Ich hab das drauf hier. Sag ich doch. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Ja. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16?
Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Spielzeug! Auf die Fresse mit dir! Voll drauf! Und ich habe eigentlich gerade geblockt. Mir hat das gerade nicht angenommen. Jetzt hat das angenommen. So. Okay, kontern kann ich nicht, oder? Nochmal? Nö, kontern kann ich nicht. Oh, einfach höhenlos auf die Fresse boxen. Das lieben wir doch. Einfach nur drauf. Boah, ey, der hinter mir. Mensch, ihr seid doch alle. Ihr seht doch alle gleich aus. Ihr seid bestimmt alle Zwillinge, oder? So, komm. So. Und nochmal eine rechte und eine linke. Und nochmal eine rechte. Und die hau ich auch eine rein. Der sowieso. Komm, nicht packen. Hallo, ich will dich packen. So, und zack. Und rechts. Und nochmal. Mensch. Lucy, kannst du mal bitte auch was machen? Danke. So. Und nochmal rauf. Und bam. Und bam. Hey. Du hast, glaube ich, die Regel. Okay, jetzt nicht mehr. Rein. Wie? Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ja, ja. Bestimmt 3 Stunden Fahrt oder so. Ich sehe es schon kommen. Oh Mann, so eine scheiße, scheiß Kofferraum. Ich hasse Kofferräume, ey. So eine Scheiße, alles unbequem, ey. Ich kann nicht mal schlafen, ey. Die ganze Zeit rüttelt es hier bis zum geht nicht mehr. Mensch. Ah, wir sind da. Guten Morgen. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Ui. Vielen Dank. Ja. Danke auch. So, was ist das jetzt hier für... Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Jo, und damit werde ich diesen Part schnell mal beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 2 wieder. Bye, bye.